Ob Taylor Swift oder Beyoncé, dieses Jahr boomen Konzertfilme im Kino absolut. Und auch mit Barbie war die Popkultur im Kino heuer sehr, sehr präsent. Ja, herzlich willkommen hier beim Stream On Spezial mit einem Thema, was Sie sich vielleicht schon denken können, nämlich Popkultur im Kino. Wir sind hier im Tell in Wien und ich freue mich sehr, meine heutige Gästin vorstellen zu dürfen. Die perfekte Gästin für dieses Thema, Theresa Ziegler, Popkulturjournalistin. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch, dass wir über dieses Thema sprechen können. Bevor wir aber vielleicht gleich einmal reinstarten, schauen wir uns doch mal an, was bedeutet eigentlich Popkultur? Popkultur ist im Grunde nichts anderes als eine Kurzform des Begriffs Populärkultur. In ihrem Kern ist die Popkultur ein Spiegelbild der Vorlieben, Werte und Einstellungen einer Gesellschaft oder einer spezifischen Gruppe innerhalb der Gesellschaft. Man begegnet ihr überall. Im Internet, wenn man Musik hört, beim Zocken, Lesen, in Sport, Mode, Kunst, Fernsehen und natürlich im Kino. Musik ist eine der prominentesten Säulen der Popkultur. Genres wie Pop, Rock, Hip-Hop, R&B und elektronische Musik haben eine enorme Auswirkung auf die Gesellschaft. Sie bieten nicht nur Unterhaltung, sondern inspirieren auch soziale Bewegungen und vermitteln hier und da auch politische Botschaften. Stars und Idole aus der Musikwelt werden zu Symbolen der Popkultur, die nicht nur für ihre Musik, sondern auch für ihren Style oder ihre Persönlichkeit gefeiert und geliebt werden. Kino und Streaming sind natürlich auch wichtige Bestandteile der Popkultur. Sie spiegeln die sozialen und politischen Entwicklungen wider, formen die öffentliche Meinung und prägen das kollektive Gedächtnis einer Gesellschaft. Die neuesten Filme und Serien werden heiß diskutiert, sie beeinflussen Modetrends und prägen die kulturelle Landschaft nachhaltig. Insgesamt ist die Popkultur ein sich ständig wandelndes Geflecht von Ideen, Praktiken und Produkten, das die kulturelle Landschaft maßgeblich beeinflusst. Wir haben ja gerade gehört, zwei der bedeutendsten Säulen der Popkultur sind zum einen Musik, zum anderen Kino. Eine, die das beides sehr, sehr gut verbunden hat dieses Jahr, ist eine der, ich würde sagen, größten Musikerinnen unserer Zeit, nämlich Taylor Swift. Sie hat zahlreiche Rekorde gebrochen und ist absolut ein Phänomen. Warum aber? Also zum einen würde ich sagen, ist Taylor Swift eine der größten Songwriterinnen ihrer Generation. Also sie ist einfach eine extrem gute Songwriterin. Sie schafft es auch in teilweise sehr wenigen, teilweise sehr vielen Worten, das sehr passgenau und sehr konkret zu veranschaulichen, wie es sich anfühlt in der heutigen Zeit, eine junge, weiße Frau zu sein, die vielleicht auch hin und da mal Männer datet. Also sie fängt da ein Lebensgefühl sehr gut ein von ihrer Zielgruppe. Dazu muss man sagen, dass sie auch ein absolutes Vermarktungsgenie ist. Also wie sie ihre Musik vermarktet, die Eras-Tour, dieses ganze Re-Recording von Alben, von denen sie die Rechte verloren hat. Das ist natürlich aus einer Not heraus auch passiert, aber ist natürlich aus dem Vermarktungs-ABC so das Best Practice, was man machen kann. Dieses ganze Rätselraten mit den Easter Eggs, die kleinen Ostereier, die sie da in ihren Musikvideos und allen möglichen Auftritten versteckt. Das ist ein Fest für die Fans. Sie gibt den Fans sehr viel zum Raten. Sie hat ja wirklich auch und bricht auch nach wie vor zahlreiche Rekorde, nicht nur mit ihrem Film The Eras Tour, über den wir natürlich auch gleich sprechen, sondern einfach auch auf Spotify meistgestreamtes Album, Top 10 Billboard Charts, einfach alle 10 Plätze belegt. Also es ist wirklich ein Wahnsinn, was diese Frau einfach leistet. Sie ist aber auch teilweise ein bisschen eine umstrittene Künstlerin. Wieso? Kannst du das erklären? Ich glaube, jede Frau, die extrem erfolgreich ist, ist in irgendeiner Form umstritten. Es kommt immer darauf an, von wem umstritten. Natürlich gibt es auch bei Taylor Swift Kritikpunkte, wo ich sage, natürlich kann man kritisieren ihre Privatchat-Nutzung. Jetzt gab es den Fall, wo ein Fan bei ihrem Konzert verstorben ist. Das sind alles Fälle, wo man sich natürlich auch differenziert damit auseinandersetzen kann. Aber ich glaube, die meiste Kritik an Taylor Swift ist sehr undifferenziert und kommt einfach von, ich muss leider sagen, alten weißen Männern oder Musikjournalisten, bewusst nicht gegendert, die einfach nicht verstehen können, dass auch mal eine Frau so ein Massenphänomen produzieren kann. Mhm. Und ich glaube, das ist A Tale as Old as Time, Elvis, die Beatles, you name it, das waren immer Phänomene, wo erstmal
junge Frauen die dominierende Zielgruppe war, die das gefeiert hat, die da Fans waren. Und das wurde immer belächelt. Und dann ein paar Jahrzehnte später ist es plötzlich die Krone der Schöpfung. die Krone, pun not intended. Aber voll. Also ich glaube, das ist einfach darin geschuldet, dass sie eine erfolgreiche Frau in der Öffentlichkeit ist. Sprechen wir natürlich auf jeden Fall auch über The Eras Tour, den Konzertfilm, der im Oktober auch in Österreich im Kino zu sehen war. Alleine am ersten Tag des Vorverkaufs 26 Millionen US-Dollar sind da eingenommen worden. Umgerechnet sind das ungefähr 24,6 Millionen Euro. Absurd, also wirklich eine absurde Menge, die man sich nicht einmal, die man nicht einmal fassen kann. Ich würde sagen, schauen wir vielleicht kurz mal in den Trailer und dann sprechen wir gleich direkt darüber. Welcome to the Eras Tour. This has been the most extraordinary experience of my entire life. He looks so pretty like a devil is too. She feels funny. We're about to go on a little adventure together, and that adventure is going to span 17 years of music. How does that sound? Welcome to the acoustic set. People would come up to me and they'd be like, you're gonna just like do a show with like all the albums in it? And I was like, yeah, it's gonna be called the Eras Tour. See you there. Wir haben gerade den Trailer gesehen, da selbst wenn man kein Taylor Swift-Fan ist, da wird man mitgerissen. Es ist so. Du hast den Film ja auch im Kino gesehen. Wie war es für dich? Es war ein Wahnsinn. Also ich muss sagen, ich habe gewusst, dass es auch sehr lang wird. Ich habe es trotzdem nicht umrissen, wie lang es tatsächlich sein wird. Ich musste dann leider am vorletzten Song dann noch schnell aufs Klo flitzen. Also es war ein absolutes Event. Die Stimmung im Kino war mega. Es waren da einfach nur junge Frauen, die dann irgendwie da aufgesprungen sind und mitgesungen haben, mitgetanzt haben. Die Securities haben ein bisschen übertrieben, meiner Meinung nach. Also es war irgendwie so ein bisschen ein Konzertfeeling auch. Mhm. Und es ist einfach, da kommt einfach was rüber. Mhm. Geht da nicht auch ein bisschen was verloren, weil ich mir ein Konzert in einer Halle, in einem Stadion, wie auch immer, ist natürlich noch einmal ein ganz anderes Feeling. Wenn man das dann auf der Leinwand sieht, auch wenn die Stimmung irgendwie gut ist, merkt man da schon noch den Unterschied wahrscheinlich. Sicher, oder? Also es ist natürlich, ich werde nächstes Jahr Taylor Swift auch in der, im Ernst-Happel-Stadion dann sehen, aber das macht die Vorfreude dann noch mehr an und ich glaube, das macht auch ein bisschen den Erfolg vom Eras-Tour-Film aus, weil dieser Film jetzt während der Tour in die Kinos gekommen ist und ganz viele Leute, die das Konzert noch vor sich haben und ich glaube, da spielt auch Vorfreude eine ganz große Rolle. Warum glaubst du, kommt es ins Kino? Also man könnte ja auch einfach, früher war das ja gang und gäbe, dann haben sie halt eine CD rausgebracht. Jetzt könnte man das auch in Streaming-Plattformen irgendwie noch mit einbauen. Wieso Kino? Ich glaube, Live-Konzerte, also in der ganz großen Liga, sage ich jetzt mal, sind einfach, haben heutzutage noch mal einen ganz anderen Stellenwert als vor Corona zum Beispiel, das aus offensichtlichen Gründen. Und einfach auch popkulturell hat sich da einfach eine Bewegung in Gang gesetzt, dass wir einfach diese großen Konzerte noch viel mehr feiern, als wir das früher gemacht haben. Und noch dazu kommt, glaube ich, dass dadurch, dass ganz viele Blockbuster mittlerweile die 3-Stunden-Grenze überschritten haben, man das irgendwie gelernt hat oder gewohnt ist, dass man ein bisschen länger auch mal im Kino sitzt und keine Pause braucht, dass dadurch so ein bisschen der Weg geebnet wurde, auch für diese ganz langen Konzertfilme. Was würdest du denn deiner Meinung nach sagen, ist dieser Film The Eras Tour oder Taylor Swift The Eras Tour, ist es auch was für Nicht-Swifties, also für alle, die vielleicht keine Taylor Swift-Fans sind? Ich glaube schon. Also als ich den Eras Tour Film geschaut habe, ist hinter uns auch ein Mann um die 50 gesessen, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht genau, warum der da war. Er war so ganz alleine und der war am Anfang sehr reserviert. Und dann ab der Red Era, das war so ein bisschen, glaube ich, sein Jam, da ist er dann, hat er dann mitgewippt und war dann total drin irgendwie. Ja.
es gibt eben diese ganz verschiedenen Eras und ich glaube, da ist für jeden was dabei. Also wenn man irgendwo im Pop sich verortet, dann findet man ein Album von Taylor Swift, das einem gefällt, glaube ich, und somit auch der Film. Es ist auf jeden Fall der erfolgreichste Konzertfilm aller Zeiten. Ob das vielleicht einer, der jetzt bald toppen kann oder nicht, darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Ja, Taylor Swift dominiert nicht nur die Musikcharts, sondern hat auch im Kino so richtig, richtig Gas gegeben dieses Jahr. Und eine, der das noch bevorsteht, ist Beyoncé. Nämlich auch ihr Konzertfilm kommt dieses Jahr ins Kino, der Renaissance World Tour Film. Und da schauen wir uns jetzt auch ganz kurz den Trailer an. I close my eyes and travel through realms of space and time. Reality holds no power or control of my state of mind on my voyage. To find a source to charge my inner being. Assembly line frequency as I tap my MPC. Welcome to In this world that is very male dominated, I've had to be really tough to balance motherhood and being on this stage. It just reminds me of who I really am. It's a new birth. I hope you feel liberated. But the Renaissance is not over. Everybody. Nachdem der Film natürlich noch nicht draußen ist, weil er jetzt erst ins Kino kommt, kann ich aber schon von Anfang an irgendwie gar nicht objektiv sein. Ich warne mal vor, deswegen musst du diese Rolle jetzt übernehmen. Glaubst du, kann Beyoncé das toppen, den Erfolg von Taylor Swift? Ich mutmaße mir da keine Vorschau irgendwie an. Ich glaube, dass es auch ganz schwierig ist, dass man Frauen irgendwie immer so vergleicht miteinander. Weil ich meine, natürlich, man muss auch dazu sagen, natürlich Beyoncé hat einfach nochmal eine ganz andere politische Ebene, dadurch, dass sie einfach die große Erfolgsfigur für Black Communities auf der ganzen Welt ist, auch für das Black Lives Matter Movement extrem wichtig. Das muss man unbedingt dazu sagen. Aber trotzdem finde ich es immer schwierig, dass man Frauen immer so vergleicht miteinander. Ich sehe das auch auf TikTok immer so, wer hat das bessere Konzert hingelegt, wer ist die bessere Performerin. Bei Ed Sheeran und The Weeknd macht man das nicht. Ja. So. Das hat einen Grund. Und deswegen, vielleicht wird sie es toppen, vielleicht wird sie es nicht toppen. Ich gönne es beiden, dass sie irgendwie den besten Konzertfilm ever rausgebracht haben. Ich glaube, ich freue mich auch sehr auf den Renaissance-Film. Es wird, glaube ich, Wahnsinn. Was auf jeden Fall beide gemeinsam haben, alle, die vielleicht keine Tickets bekommen haben, weil es ja doch ziemlicher Kampf war, Tickets zu kriegen. Die waren ja doch beide Konzerte immer sehr, sehr schnell ausverkauft. Die können sich das zumindest im Kino anschauen und dann hat man zumindest das Feeling ein bisschen mit dabei. Vielleicht zum Schluss, warum bringen denn jetzt alle diese ganzen Konzertfilme dieses Jahr ins Kino? Also wir haben ja vorhin schon gesprochen, warum unbedingt Kino? Aber was ist dieses Jahr anders? Weil 2023 hat ja zum Beispiel Billie Eilish auch ihre Live at the O2-Konzert, ihren Konzertfilm reingebracht ins Kino. Was ist da anders? Was passiert da gerade? Ich glaube, wir sind einfach im ersten richtigen Post-Covid-Jahr. Und ich glaube, jetzt ist wirklich so, jetzt sind wir Post-Pandemie. Jetzt hat es, glaube ich, auch, da wird sich jetzt jeder, egal ob geimpft oder nicht geimpft, darauf einigen, dass das jetzt im Endeffekt vorbei ist. Und ich glaube, da ist einfach ein Bedürfnis da, Live-Sachen zu sehen. Und ich glaube, deswegen hat das gut funktioniert. Mhm. Wenn wir schon über Popkultur im Kino sprechen, die ja wirklich sehr, sehr präsent nicht nur auf der Musikseite ist, sondern wenn wir uns an den Sommer zurückerinnern, wo wir alle so ein bisschen meist in Pink gekleidet ins Kino gepilgert sind und uns nämlich einen anderen sehr, sehr wichtigen Film für die Popkultur dieses Jahr angeschaut haben, nämlich Barbie. Da schauen wir uns jetzt den Teaser auch noch an. Seit Anbeginn der Zeit, seit es das allererste kleine Mädchen gab, gibt es Puppen. Aber die Puppen waren immer und ewig
Babypuppen. Bis. Erklärst du dir den Hype um diesen Film? Was ist da passiert mit uns? Das Rollout war schon mal perfekt. Es war ganz, man hat das ganz lang antizipiert. Es gab 100.000 auch so Kollektionen, Rollerblades, Zahnbürste, alles mögliche, was man sich vorstellen kann. Also es war einfach sehr groß gemacht schon im Vornherein. Der Trailer war perfekt, die Trailer waren perfekt. Also man hat sich einfach schon ganz lange und sehr intensiv drauf gefreut. Und ich glaube, Barbie ist einfach, ich sage es immer wieder gerne, ein Film, der sehr gut an einfach den Female Gaze rankommt, also wie man die weibliche Experience, wie die Welt funktioniert, und Barbie ist da einfach, war ein Wahnsinnsfilm. Kann man sagen, es ist der feministische Film, der 2023 rausgekommen ist? Ich würde schon sagen, ja. Es gibt natürlich den Vorwurf, viele kritisieren, dass es halt zu Mainstream-Feminismus ist und dass es irgendwie zu non-anet ist, dass man irgendwie da irgendwie die Latte zu niedrig ansetzt und das zu verallgemeinert. Aber ich finde, man kann auch nicht davon ausgehen, dass das alle Menschen auf demselben Stand wie man selbst ist. Und ich habe mich schon einige Jahre mit Feminismus auseinandergesetzt und trotzdem habe ich bei dieser Basic Mainstream-Feminismus-Rede von America Ferrera geweint im Kino, weil es einfach ergreifend war. Und ich glaube, dass so ein Mainstream-Feminismus, der mehr Leute abholt, vielleicht dann mit einer niedrigeren Latte, bringt auch sehr viel. Also es muss nicht immer dann schon der höchste intellektuelle Grad sein, in meinen Augen. Warum gehört denn dieser Film zur Popkultur? Also Barbie ist einfach ein riesiges Phänomen und schon seit es damals rausgekommen ist, und Barbie ist ja auch, also zieht sich ja auch schon die letzten Jahrzehnte durch Popkultur. Es gibt Songs über Barbie, es gibt ein Barbie Cinematic Universe, es gibt diese ganzen Animationsfilme, die ich alle extrem gefeiert habe als Kind. Ja. Als ja, Kind nur, als Kind. Natürlich, natürlich als Kind. Niemals jetzt. Ja. Und also es gibt einfach sehr, sehr viel popkulturell relevante Erzeugnisse, sage ich jetzt mal, die sich rund um Barbie abspielen, weil Barbie einfach für ganz viele Personen, die als Frauen, als Mädchen aufgewachsen sind, einfach ein sehr wichtiges Spielzeug war. Und auch, das darf man auch nicht vergessen, Barbie war die erste Puppe, die eine erwachsene Frau ist, mit der man spielen konnte und man nicht quasi in diese mütterliche Rolle gefallen ist, ich spiele mit meinem Baby, sondern ich spiele eine erwachsene Frau, die jeglichen Job haben kann, den ich mir ausmalen kann. Das war revolutionär damals und ist es bis heute. Der Hersteller Mattel, der hat ja auch einen gewissen wirtschaftlichen Erfolg aus dieser ganzen Geschichte gezogen. Was kann man denn dazu sagen? Also es gibt ja jetzt sogar das Phänomen, dass Mattel gesagt hat, okay, ihr liebt anscheinend Spielzeugfilme, deswegen machen wir jetzt Filme zu allen möglichen Spielzeugen, die wir haben. Ich finde, das ist der falsche Schluss, weil Barbie ist deswegen erfolgreich, weil es eben ein Film von Frauen für Frauen ist und nicht, weil es ein Spielzeugfilm ist. Und deswegen finde ich, hat Mattel da den falschen Schluss gezogen. Ich finde, die Branche sollte eher den Schluss ziehen, aha, mit Filmen von Frauen für Frauen kann man Massen ins Kino bringen und nicht mit Spielzeugfilmen, weil ich kann mir ehrlich gesagt einen Uno-Film, einen Hot Wheels-Film, also da weiß ich nicht, ob da jetzt so viele Leute liebend gern passend dazu angezogen und das zu einem Event machend ins Kino rennen. Gerade Hot Wheels, es gibt ja schon Cars, also ich glaube, voll. Kann mir auch nicht vorstellen, dass Uno. Das irgendwie funktioniert. Und Uno was sowieso ist ein nicht. Uno-Film? Also da springen dann Karten mit Gesichtern rum. Oder ja. Ich weiß auch nicht ganz. Vielleicht ganz zum Schluss noch ganz kurz. Was bleibt denn vom, ich sag jetzt mal, cineastischen Popkulturjahr 2023?
Ich habe auf TikTok jetzt immer wieder ein TikTok gesehen, wo Frauen sagen, dass sie immer, wenn sie jetzt blöd angeredet werden oder sexistisch angeredet werden, dass sie sagen, im Jahr des Barbie-Movies, sagst du das? Und ich finde, wir sollten das etablieren, weil es ist das Jahr des Barbie-Movies und da passt auch Taylor Swift, da passt auch Beyoncé gut rein. Es ist das Jahr der Frauen und das Jahr der Filme von Frauen für Frauen und I'm here for it. Sehr, sehr schön. Danke, Theresa. Vielen Dank, dass du mit uns diesen sehr spannenden Einblick in die Popkultur im Kino geteilt hast. Sehr gerne.